Hallo Carina, hier ist Paula. Bist du bereit für einen gruselig coolen Halloween-Look? Starte mit ganz viel Foundation, Concealer und Puder. Wir brauchen nämlich heute eine ganz glatte Basis. Du verwandelst dich heute nämlich in einen Zombie, aber es wird nicht so, wie du denkst. Nimm deinen schwarzen Eyeliner und mal um dein Auge, auf deiner Stirn und auf deiner Wange so gezackte Kreise. Also so, als wäre auf den Stellen da deine Haut offen. Wir starten mit dem auf der Stirn. Dort soll nämlich dein Gehirn rauskommen. Du malst jetzt erstmal pink aus und dann schattierst du so diese Gehirnrinde. Yummy. Bei der Wange machst du dasselbe, nur mit Zähnen. Und was du beim Kreis ums Auge herum machst, kannst du dir aussuchen. Es soll nur halt aussehen wie ein Zombie. Bei dem anderen Auge machst du den coolen Graphic Eyeliner und gibst dir große Lashes drauf. Dann hätte ich gerne noch pinke Lippen. Und jetzt kommt der wichtigste Part, und zwar verwandeln wir den Zombie in einen Pop-Art-Zombie. Das heißt, du nimmst jetzt wieder deinen schwarzen Eyeliner und ziehst überall so kleine Linien um deine Lippen herum, bei deinen Augenbrauen und sogar auf deinem Dekolleté. Dann nimmst du dir Weiß und machst das Ganze nochmal. Zieh dir gerne was Cooles an, mach deine Haare und hier wird's auch schon den fertigen Pop-Art-Zombie. Und auf Instagram findet ihr ein richtig cooles Bild dazu.